Herzlich willkommen, liebe Zuschauer in Österreich, Deutschland und der Schweiz. Ja, wir freuen uns, dass Sie wieder mit dabei sind bei einer neuen Folge von Erlebt TV, einer Sendung von CBN. Verliebt, verlobt, verheiratet, ein Baby. Der Wunsch nach einer eigenen Familie besteht bei vielen Menschen oft schon von Kindheitstagen an. Nicht immer jedoch verläuft die Gründung einer Familie unkompliziert und einfach. Bei uns geht es heute um Menschen, deren Traum von einer eigenen Familie lange unerfüllt blieb und die sich deshalb hilfesuchend an Gott gewandt haben. Unser Thema: Ich verdanke Gott meine Familie. Ungefähr ein Sechstel der Paare in Deutschland sind ungewollt kinderlos. Unfruchtbarkeit bei Frauen und Zeugungsunfähigkeit bei Männern kann für Paare zur Belastungsprobe werden. So auch bei Elizabeth und Mario Hunter aus den USA. Lange Zeit wünschen die beiden sich sehnlichst Kinder. Elizabeth Molina war nichts wichtiger als der Gedanke, Mutter zu werden. Als sie und Mario 2002 heirateten, freute sie sich darauf, endlich Kinder zu bekommen. Kinder zu erleben. Ich wollte sie und ihr Leben mit Liebe überschütten. So wie es in meiner Kindheit war. Doch Elizabeth wurde nicht schwanger. Der Grund für die Unfruchtbarkeit wurde nie gefunden. Wir wussten einfach nicht, warum. Wir hatten ein perfektes Leben, muss ich sagen. Wir hatten gute Jobs. Wir hatten unser Haus und verreisten viel. Und wir wollten Kinder. Wir sahen Leute, die vielleicht gar keine Kinder wollten. Aber wir konnten keine bekommen. Das brach uns das Herz. Medikamente schlugen nicht an und In-vitro-Befruchtung schien teuer und riskant. Trotzdem hielt Elizabeth an ihrem Glauben fest und brachte alle Enttäuschung ins Gebet. Ich stand früh morgens auf und hielt meine Andacht. Ich erinnere mich genau. Ich saß dort und las und betete und fragte Gott, warum? Warum klappt das nicht bei uns? Und ich erinnere mich an seine deutliche Antwort. Es ist nicht so, dass ihr keine Kinder haben sollt. Es ist so, dass du deinen Wunsch komplett loslassen sollst. Gib ihn mir, dann zeige ich dir, was ich vorhabe. Ich sollte mich zufrieden geben und ihm die Kontrolle über die Situation überlassen. Mir wurde klar, dass ich meine Sehnsucht nach eigenen Kindern loslassen musste, damit er mir Mutterschaft schenken könnte. Die beiden versuchten es mit Auslandsadoption. Nach wenigen Monaten erfuhren sie, dass der 4,5-jährige Jordan passen könnte. Sie reisten nach Haiti, um ihn kennenzulernen. Ich wusste sofort, das ist mein Sohn. Ich weiß nicht, was es war, sein Lächeln, seine Augen. Endlich das Kind zu sehen, auf das du gewartet hattest. Mit dem du nicht mehr gerechnet hattest. Endlich ihn zu sehen, zu berühren, in den Arm zu nehmen und ihn mit Liebe zu überschütten. Das war unglaublich. Die Molinas trafen Jordans Eltern und erfuhren, dass er einen kleinen Bruder hatte, der ebenfalls ein stabiles Zuhause brauchte. Für die Molinas war klar, sie würden auch Baby Grant adoptieren. Die Adoption dauerte 2,5 Jahre. Dann kamen endlich der 6-jährige Jordan und der 3 Jahre alte Grant in ihr neues Zuhause. Trotzdem hatten die Molinas gemischte Gefühle. Damit wir eine Familie wurden, wurde eine andere Familie getrennt. Das war wirklich hart. Ich schrieb ihrer leiblichen Mutter einen Brief. Ich schrieb, dass es für sie bestimmt eine schreckliche Entscheidung war und dass sie ihre Kinder sicherlich liebt, sehr. Und dass ich mein Bestes tun würde, sie nicht nur materiell zu versorgen und ihnen Bildung geben, sondern sie zu lieben, als wären sie meine eigenen Kinder. Und dass ich ihnen erzählen würde über ihre Familie. Und dass ich ihnen Liebe und Zuneigung zu ihrem Land und ihrem Volk vermitteln würde. Heute sind Grant und Jordan gut in der Schule. Wenn sie mit den Hausaufgaben fertig sind, lieben sie Sport wie Basketball und Fußball. Sie gehen gern in die Kirche und mit Hilfe ihrer Mutter haben sie Wohltätigkeitsreisen in ihrer Heimat Haiti organisiert. Ich mochte schon immer gern Menschen helfen. Wenn ich einen Obdachlosen sehe, bete ich immer für ihn.
Egal, wohin wir gerade unterwegs sind. Es ist wirklich cool zu erleben, wenn Menschen, die nichts haben, etwas bekommen. Ich weiß, dass Papa sehr hart arbeitet, damit wir alles zum Leben haben. Mama sorgt für unser Essen. Und ich mag es, dass sie immer für mich da sind. Und die Molina-Familie wächst weiter. Inzwischen haben sie zwei Töchter adoptiert, Laura und Hope. Elizabeth sagt, der Kreis hat sich nun geschlossen. Einst sehnte sie sich nach eigenen Kindern, dann gab sie dies auf und überließ es Gott, ihr ein neues Familienbild ins Herz zu legen. Familie beginnt im Herzen. Dort wächst es und es wird zu einem überwältigenden Gefühl der Liebe für andere Menschen, für deren Wohlbefinden. Die Molinas sehen ihre Familie als ein Geschenk von Gott. Wenn wir irgendwo hinkommen als Familie, bekommen wir viele Blicke, weil wir unterschiedlich aussehen. Menschen sind neugierig und wollen wissen, warum. Ich sage ihnen, dass das okay ist. Es ist immer eine Gelegenheit, von Gott und seiner Kraft zu erzählen und wie er uns alle zusammengebracht hat. Elizabeth setzt sich gegen die Armut in Haiti ein und dafür, dass die Familien dort gut leben können. Ihre Adoptionsgeschichte hat sie im Buch Pieces of My Heart erzählt. Ich schrieb es für meine Kinder. Sie sollen wissen, dass Gott ihre Familie geschaffen und perfekt geplant hat. Ich weiß, dass Gott für uns alle einen Plan hat. Und wenn wir uns vertrauensvoll darauf einlassen, dann leitet er uns treu. Elizabeth und Mario sind überzeugt, dass sie heute genau die Kinder haben, die Gott für sie vorgesehen hat. Mit ihren 4 adoptierten Kindern hat sich ihr Wunsch von einer großen Familie erfüllt. Von einer solch großen Familie träumten auch Missy und Michael Barth. Doch wie sollten sich die beiden ein Haus leisten können, das groß genug für alle ist? Ihre finanzielle Situation schien dies nicht zuzulassen. Michael und Missy Barth hatten Mühe, ihr erstes Kind zu bekommen. An eine große Familie hätten sie nie geglaubt. Gott sagte uns, wir dürfen von einer größeren Familie und einem größeren Haus träumen. Also druckten wir ein passendes Hausinserat aus und pinnten es an den Kühlschrank. Meine Frau gab sogar unserem Haussparbuch einen Namen. Es hieß Große Familie. Michael war gerade erst als Softwareingenieur eingestiegen und Missy war Vertretungslehrerin. Also war es schwierig, genug Geld zu verdienen für eine große Familie und für das Haus zu sparen. Zudem hatten sie Schulden. Wir beide hatten zusammen noch über $30.000 Studienkredite und $45.000 Schulden durch unsere Autos und $170.000 Schulden auf dem Haus. Die Schulden hielten uns gewissermaßen als Geiseln. All unser Geld mussten wir aufwenden, um die Schulden abzuzahlen und konnten es nicht für anderes ausgeben. Die Barth besuchten einen Kirchenkurs über den Umgang mit Geld und wie man seine Schulden abbezahlt. Gleichzeitig spendeten sie, wenn auch nicht immer gern. Es schien, als spendeten wir jede Woche viel Geld. Ich dachte, warum muss es so viel sein? Können wir nicht etwas davon behalten und sparen? Gott sagt es und ich mache es. Denn wer will schon gegen Gott handeln? Der Pastor von Michael und Missy erklärte ihnen das Prinzip des Spendens und ihr Blickwinkel veränderte sich. Vorher war es, als ob ich etwas aufgeben müsste. Dann änderte sich meine Sicht und jetzt ist es, als ob ich durch das Spenden etwas bekommen werde. Es war befreiend. Man gibt nicht, weil man muss, sondern weil man will. Man weiß, dass Gott sich um einen kümmern wird. Als die beiden begannen, mit dieser Einstellung zu spenden, hatten sie stets genug für ihre wachsende Familie. Gott hat mich sehr gesegnet. Wiederholt bekam ich große Gehaltserhöhungen und auch einige Prämien. In weniger als 4 Jahren konnten sie von den Krediten für Studium, Autos und Eigenheim bereits $60.000 abzahlen. Wenn ich bereit bin, Gott meine Finanzen anzuvertrauen und zu spenden an andere und an die Kirche, dann sorgt er dafür, dass man das nicht nur wiederbekommt, sondern noch viel mehr. Es wurde immer einfacher, größere Summen zu spenden.
Und wir bekamen alles zurück, sogar mehr. Mit 5 Kindern in einem 150 Quadratmeter Haus und einem Baby unterwegs wussten sie, dass es Zeit war für ein größeres Haus. Trotzdem spendeten sie weiter für den Neubau ihrer Kirche. Wir glaubten, wenn wir sein Haus bauen, gibt er uns das Haus, das wir brauchten. In diesem Glauben begannen sie, ein neues Zuhause zu suchen. Ich weiß noch, als ich dieses gute Haus fand. Er sah es und sagte, ich glaube, das ist das Haus. Ich fragte, welches Haus? Ich kramte es raus. Es war in dem Karton mit Erinnerungsstücken. Ich hebe alles auf. Und es war genau das Haus, das an unserem Kühlschrank hing, jahrelang. Auch wenn der Preis höher war, als sie es sich leisten konnten, beteten sie und machten ein Angebot. Kurz darauf war das 370 Quadratmeter Haus, das sie sich vor 10 Jahren gewünscht hatten, ihres. Gott hat dafür gesorgt, dass wir die Summe zahlen konnten, die letztlich gefordert wurde. Unfassbar, dass meine Träume tatsächlich wahr wurden. Es gibt genug Platz für uns alle. Davon hatte ich immer geträumt. Heute haben die Barth 8 Kinder. Sie vertrauen Gott weiterhin ihre große Familie und ihren Umgang mit Geld an. Michaels Einkommen ist stetig gewachsen. Gott hat uns Gutes getan. Seit wir das Haus 2017 gekauft haben, ist Michaels Gehalt um fast 50% gestiegen. Es gibt definitiv einen Zusammenhang zwischen Spenden und dem, was Gott einem dann gibt. Vor allem, wenn man genauso spendet, wie er es einem sagt. Das Haus, die Familie, alles, was wir haben, diese wunderbaren Geschenke, die er uns jeden Tag gibt. Wenn ich weniger spende, werde ich weniger gesegnet. Was auch immer man spendet, Gott gibt es einem zurück und noch viel mehr. Mit 8 Kindern in ihrem Traumhaus ist die Familie überzeugt, dass Gott sie segnet und mit allem versorgt, was sie als Großfamilie benötigen. Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, wir würden gern wissen, welche Rolle der Glaube an Gott in Ihrer Familie spielt. Fühlen Sie und Ihre Familie sich von Gott gesegnet? In welchen Situationen haben Sie das als Familie besonders gespürt? Schreiben Sie uns oder hinterlassen Sie auf unserer Homepage einen Kommentar zur Sendung. Sich auf ein Baby zu freuen, das jedoch dann durch eine Fehlgeburt zu verlieren, ist eine schmerzliche Erfahrung. Jennifer Scow aus den USA hat genau das erlebt. Als sie diese Erfahrung dann mehrfach hintereinander machen musste, verlieren sie und ihr Mann Chris verständlicherweise den Mut. Ich gab auf und sagte meinem Mann, dass ich nicht mehr kann. Das ist es nicht wert. Jennifer Scow und ihr Mann Chris hatten seit 2010 Zwillinge und waren wieder bereit für ein Baby. Doch nach mehreren Fehlgeburten wollte Jennifer aufgeben. Ich hatte 4 Fehlgeburten. Es war traumatisch und niederschmetternd. Die Ärzte hatten alles probiert. Als sie das 5. Mal schwanger war, beschloss Jennifer diesmal, einen anderen Weg zu gehen. Ich sagte zu Gott, diesmal mache ich es ganz anders. Ich überlasse das Ganze nur dir und werde dir einfach vertrauen. Wir hatten vorher immer auf die Ärzte gehört. Aber diesmal waren wir so weit zu sagen, wenn Gott will, dann passiert es. Als Jennifer in der 11. Woche war, wusste sie, dass ihre Gebete erhört wurden. Sie freute sich auf die nächste Untersuchung. Ich würde ein tolles Ultraschallbild vom Baby bekommen und es in unser Fotoalbum kleben. Wahrscheinlich würden wir sogar schon wissen, was es wird. Am Tag der Untersuchung musste Chris arbeiten. Jennifer nahm den Termin allein wahr. Ich gehe zum Arzt und dann werde ich dich mit dem Geschlecht des Babys überraschen und dir sagen, dass es ihm prima geht. Dafür musst du nicht extra frei nehmen. Man sieht das Baby auf dem großen Computerbildschirm. Sie schaute sich die Körperteile an und maß sie aus. Aber als sie zum Kopf kam, benahm sie sich plötzlich ganz anders. Die Klinikangestellte holte einen Arzt.
Er sagte, ich muss Ihnen leider sagen, dass Ihr Kind schwere Fehlbildungen hat. Ich lag da und dachte, reiß dich zusammen. Du musst genau nachfragen. Er sagte Jennifer, dass dem Baby Teile des Gehirns fehlen und sich Flüssigkeit angesammelt hatte. Außerdem entwickelte sich das Herz nicht richtig. Was passiert hier? Und er sagte, bei dieser Menge und Schwere an Defekten ist es sehr wahrscheinlich, dass das Kind noch vor der Geburt stirbt. Der Arzt riet zu einem Schwangerschaftsabbruch. Jennifer lehnte ab und fuhr heim zu Chris. Ich wurde immer verzweifelter, war körperlich und mental fertig. Emotional völlig am Ende. Das Schlimmste war, wie sehr Jennifer litt. Trotz der schlechten Prognose entschieden die beiden sich gegen den Schwangerschaftsabbruch. Ich wollte Gott vertrauen und nicht den Ärzten. Und betete. Ich blätterte die Bibel durch und druckte jeden Vers aus, der mir auffiel und von dem ich den Eindruck hatte, dass er etwas mit uns zu tun hatte oder mich inspirierte. Ich hängte alle Verse auf. Besonders fiel Jennifer Matthäus 18, Vers 19 auf. Das hast du gesagt, Gott. So steht es in der Bibel. Ich will es glauben. Sie würden eine Tochter bekommen, namens Lynette. Sie posteten in den sozialen Medien und benachrichtigten Freunde und Gemeindemitglieder und baten um Gebete. Menschen in Israel und sonst wo beteten für die Schwangerschaft. Ich rief jeden an, den ich kannte. Und ich sagte, also Gott, das sind definitiv mehr als zwei Leute. Sehr viele Menschen beteten für dieses Baby. Wir brauchen ein Wunder. Jennifers nächste Untersuchung wurde an einem kirchlichen Krankenhaus in Hollywood durchgeführt. Die Ärzte stellten Erstaunliches fest. Der Arzt machte einen Ultraschall und sagte, von hier hinten sehe ich das Gehirn besser. Nach dem Motto, hier ist ja ihr Gehirn, hier hinten. Plötzlich hatte sie wie durch ein Wunder mehr Gehirnanteile. Wir sagten allen unseren Freunden Bescheid und alle dankten Gott. Jesus sei alle Ehre. Wir danken dir so sehr. Sie beteten weiter. Und am 13. Juni 2013 wurde Lynette mit einem gesunden Gehirn geboren. Die Ärzte meinten, dass sie noch am Herzen operiert werden muss und verlegten sie in ein Kinderkrankenhaus. Aber dort konnten sie keinerlei Defekt finden. Sie wollen mir also sagen, dass mein Kind, das noch vor der Geburt hätte sterben sollen, völlig gesund ist? Es war auf viele, viele, viele Gebete die Antwort. Lynette hält heute ohne Schwierigkeiten mit ihren Geschwistern mit. Ich glaube nicht, dass die Ärzte etwas falsch gemacht haben. Sie haben gesehen, was sie gesehen haben. Es war eben einfach ein Wunder. Mein Kind und ich sind lebende Beweise dafür, dass Gott Wunder tut. Du musst einfach Geist und Herz öffnen und dann erlebst du es. Das machen weder die Ärzte noch die Wissenschaft. Es ist Gott. Ihm gebührt die Ehre. Wie schön, dass die kleine Lynette gesund zur Welt kommen konnte. Ja, ob drohende Fehlbildungen, finanzielle Not, Unfruchtbarkeit oder Fehlgeburten. Die heutigen Geschichten haben gezeigt, wie sehr Menschen darunter leiden können, wenn sich der Wunsch nach einer eigenen Familie nicht zu erfüllen scheint. Auch die Menschen in biblischen Zeiten kannten bereits diese Sorgen. Mehr dazu jetzt von Andreas. Für Paare in unserer Zeit steht bei der Familienplanung meistens der reine Wunsch nach eigenen Kindern im Vordergrund. In biblischen Zeiten spielten noch andere Faktoren eine Rolle. Wer viele Kinder hatte, war gesellschaftlich angesehen. Man galt auch als von Gott gesegnet, weil viele Kinder häufig in den Aufzählungen der Segnungen Gottes zu finden sind. Und zudem bedeuteten Kinder natürlich auch finanzielle Sicherheit im Alter. Umso schlimmer war es für die Menschen damals, keine Kinder zu bekommen.
Erst recht, wenn ein Mann zwei Frauen hatte und nur eine davon fruchtbar war. Es war keine Seltenheit, dass es da zu richtigen Rivalitäten kam. Im ersten Buch Samuel wird uns die Geschichte von Hannah berichtet. Sie ist die Frau von Elkanah. Die andere Frau Elkanas, Penina, hatte Söhne und Töchter, aber Hannah eben nicht. Und Penina machte sich deswegen über Hannah lustig und rieb es ihr mindestens jedes Jahr beim Besuch im Heiligtum so richtig rein. Für Hannah gab es nur noch einen Weg, ihren Schmerz loszuwerden, und das war im Gebet. Lange und intensiv betete sie weinend im Heiligtum. So sehr, dass der Priester Eli dachte, sie sei betrunken. Schrecklich, wie man selbst im Leid noch so missverstanden werden kann. Aber in diesem Gebet bat sie Gott nicht nur um einen Sohn, sondern gelobte auch, Gott dieses Kind ganz zurückzugeben für den Dienst im Reich Gottes. Und Eli segnete sie. Und kein Jahr später wurde Samuel geboren, der in der Geschichte Israels eine ganz wichtige Rolle spielen sollte. Und es macht Mut, zu sehen, dass Gott das Gebet von Hannah erhört hat. David schreibt im Psalm 65, Vers 3, du bist es, der Gebete erhört. Darum kommen die Menschen zu dir. Und Paulus sagt es in Philipper 4, 6 ganz ähnlich. Macht euch keine Sorgen. Ihr dürft in jeder Lage zu Gott beten. Sagt ihm, was euch fehlt, und dankt ihm. Immer wieder macht Gott das Unmögliche möglich. Doch was, wenn er es nicht tut? Wie können wir damit umgehen? In jedem Fall dürfen Sie sich seiner Liebe zu Ihnen sicher sein. Hören Sie nicht auf, ihm zu vertrauen und daran zu glauben, dass er gute Gedanken und Pläne für Ihr Leben hat. Lassen Sie uns beten. Lieber Herr, guter Gott, du liebst Familie und Kinder sind ein Segen von dir. Das empfinden wir ganz genauso und deshalb schmerzt ein unerfüllter Kinderwunsch. Herr, schenke uns ein Kind, wo sich Paare jetzt eins wünschen, und steh uns bei, wo uns das Warten mürbe macht. Herr, lass uns verstehen, dass du es immer gut mit uns meinst. Amen. Falls Sie persönlich mit jemandem beten möchten, die Gebetshotline ist jetzt geschaltet. Für Deutschland wählen Sie 040 18 18 88 00. Für Österreich lautet die Nummer 0049 40 18 18 88 00. Und für die Schweiz 044 57 50 270. Hurricanes sind tropische Stürme mit Windgeschwindigkeiten ab 190 Stundenkilometern. Wenn diese gewaltigen Wirbelstürme auf Land treffen, richten sie oft erhebliche Schäden an. Immer wieder kommt es danach auch zu Hochwassern und Überschwemmungen. Auch Mirna und ihre Familie hatten mit den Auswirkungen eines Hurrikans zu kämpfen. Mirna lebt mit ihrer Familie auf der mexikanischen Halbinsel Yucatan. Sie haben dort eine Farm. Während eines Hurrikans wurden ihr Haus und ihr Land überflutet. Meine Kinder weinten ununterbrochen. Sie fragten, was wird jetzt aus uns? Müssen wir sterben? Ich wusste nicht, was ich tun sollte. Also bat ich Gott um Hilfe. Die Flut zerstörte auch einen Großteil ihrer Ackerpflanzen und damit ihre Nahrung und ihr Einkommen. Der Regen hat unsere Ernte weggespült. Der ganze Mais war einfach weg. Mirna sagt, dass sie kein Geld für neues Saatgut hatten und der Familie langsam die Lebensmittel ausgingen. Eine Woche lang haben wir nur Tortillas gegessen. Ich wusste, dass die Kinder anderes Essen brauchen. Als Operation Blessing davon erfuhr, kamen sie mit einem Lastwagen voller Lebensmittel und Saatgut an. An Mirna und 26 andere Familien wurden insgesamt mehrere hundert Pfund Nahrungsmittel und Saatgut verteilt. Durch das Saatgut werden wir, wenn Gott will, reichlich ernten können. Danke an alle, die gespendet haben. Das ist ein echter Segen. Und das war nur dank Ihnen möglich. Richtig gut. Ja. Mit dem Saatgut hat die Familie jetzt die Möglichkeit, ihre Landwirtschaft wieder aufzubauen. Ja, ein Beispiel dafür, wie praktische Hilfe aussehen kann. Ja, und Sie, liebe Zuschauer, können sich an solchen humanitären Projekten beteiligen. Oder vielleicht möchten Sie diese Sendung unterstützen, damit wir auch weiterhin erzählen können, wie Menschen Gott erleben. In beiden Fällen werden Sie Partner von CBN. Alle Infos dazu finden Sie auf der eingeblendeten Webseite. Und weitere Kontaktmöglichkeiten gibt es auch am Ende der Sendung.
Liebe Zuschauer, wir hoffen, dass Ihnen diese Sendung heute gefallen hat. Wenn Sie sie noch einmal anschauen möchten, dann finden Sie uns zum Beispiel auf YouTube oder auch auf unserer Webseite. Sie können auch gerne auf Facebook oder Instagram vorbeischauen. Ja, vielen Dank, dass Sie immer so treu zuschauen. Und viele von Ihnen beten für uns oder unterstützen CBN finanziell. An dieser Stelle ein ganz, ganz herzliches Dankeschön an Sie. Und wenn Sie jetzt noch Gebet benötigen, dann zögern Sie nicht und rufen Sie an, denn unsere Gebetshotline ist wie immer für Sie geschaltet. Ja, dann sagen wir Tschüss, bis zum nächsten Mal. Machen Sie es gut. Erlebt TV ist eine Sendung von CBN und finanziert sich vor allem durch Spenden. Möchten auch Sie Erlebt TV unterstützen? Dann spenden Sie und beteiligen Sie sich so an der Herstellung weiterer Folgen. Alle Infos dazu finden Sie im Internet. Erlebt TV – wenn Menschen erzählen, was sie mit Gott erlebt haben.